Was für eine wilde Woche mit spannenden Lifehacks. Die besten drei, die gucken wir uns jetzt zusammen an. Let's go! Jetzt wird es wild. Jetzt wird es windig. Mit der Blasmaschine. Auf diesen Lifehack hat mich ein Zuschauer gebracht. Der Tobias hat mir eine E-Mail an lifehack@bild.de geschickt und deswegen werden wir die ganze Geschichte jetzt gemeinsam testen. Als ich heute Morgen an den Computer gegangen bin, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Die ganze Tastatur war voll mit Krümeln. Beweisen kann ich es nicht. Ich gehe aber davon aus, dass die Freundin heute Morgen gefrühstückt und keinen Teller gefunden hat. Hier ist es, das Krümelopfer. Da sind ja Stücke reingefallen. Wie kriege ich die da wieder raus? Na, mit der Blasmaschine. Und das ist sie. Scheiße. Da soll jetzt keine Flüssigkeit rein, sondern einfach nur Luft. Wir müssten das Ding jetzt also erstmal aufpumpen. Da kommt schon ordentlich was raus. Also, lieber Tobias, wir checken das jetzt mal ab, ob da auch genug Power drauf ist, um die Krümel hier rauszukriegen. Da kommen schon Krümel rausgeschossen. Klar, vielleicht habe ich jetzt morgen ein bisschen Muskelkater, weil ich so viel pumpen musste, aber das ist schon okay. Also der Tipp kann sich sehen lassen. Egal wie viel die Freundin hier morgens reinkrümelt mit ihrem Brötchen. Ich kann das Problem jetzt immer lösen. Mit der Blasmaschine. Ich kann nicht glauben, dass ich Ihnen das jetzt wirklich zeige, aber das müssen Sie sehen. Er ist unfassbar. Der Bananenlöffel. Bananen und Löffel. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Was ich Ihnen jetzt zeige, habe ich das erste Mal vor einem halben Jahr gesehen und ehrlich gesagt konnte ich meinen Augen nicht trauen. Mein Leben lang habe ich eine Banane immer so aufgemacht, hier hinten an dem Ding gezogen und dann hieß es, nein, du musst die Banane an der anderen Seite aufmachen, das geht viel leichter. Dann zieht das nicht so komische Streifen. Ja, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, da oben ist so ein komischer Knubbel, das hat genervt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Ich reiße also nicht alle Seiten auf, sondern nur zwei. Und jetzt kann man Folgendes machen. Man kann die Banane mit dem Löffel essen. Ist das verrückt oder was? Ich habe das bei einer Kollegin gesehen. Ich kann es nicht glauben. Die Finger werden überhaupt nicht schmutzig. Das ist wie bei einer Kiwi. Oder wie bei dem guten alten Frühstücksei. Sie, liebe Zuschauer, waren jetzt dabei, wie ich das allererste Mal eine Banane mit Löffel gegessen habe. Also, das war eine ganz schön verrückte Nummer. Ich denke, ich werde die Banane wie früher essen, ganz normal schälen. Aber wem das nicht stilvoll genug ist, der schnappt sich einfach diesen kleinen Helfer hier. Den Bananenlöffel. Er ist ganz schnell gemacht und trotzdem ist er total sicher. Der Strand safe. Endlich liegen wir am Strand und wollen relaxen, ab ins Meer. Und dann haben wir folgendes Problem. Wo packen wir denn jetzt das Handy und den Geldbeutel hin? Keine Ahnung, in die Tasche? Die könnte doch geklaut werden. Wir brauchen einen Safe. Ich kann mir ja jetzt nicht so ein fettes Metallding mitnehmen. Das sieht jeder, das ist auffällig. Wie soll ich das transportieren? Unser Strandsafe, der wird ganz klein, der wird handlich, der passt in jede Tasche rein. Heute Morgen war hier noch ein Schinkenbrötchen drin. Doch jetzt wird diese Butterbrotdose zum Strandsafe. Wir packen uns jetzt unsere Wertsachen und legen die in unseren Strandsafe. Das hier war der erste Streich. Der zweite macht die Hände weich. Wir müssen jetzt anfangen zu buddeln. Wir graben uns ein kleines Löchlein, sagen wir mal 20 cm tief. Und da kommt dieser Strandsafe rein. Und dann werden wir den ganzen Sand, den wir rausgeholt haben, oben drauf schütten. Oben knallt die Sonne und wenn ich gleich aus dem heißen Wasser komme, da brauche ich ein erfrischendes Bier. Und genau deswegen ist meine Markierung ein eiskaltes Bier. Das wird lecker. Das eiskalte Bier wird mich nicht nur erfrischen, es wird mir auch helfen, meine 5000 Euro wiederzufinden. In meinem Strandsafe. Jetzt wird's gesoffen. Oh, okay. Ich drück mir hier einen ab und reibe, ich krieg das Ding da nicht rein. Ich stell mir das so vor. Backhefe hat echt einen fiesen Geruch. Die Ravioli können sich schon mal auf was gefasst machen. Übertreiben Sie es nicht mit dem Gas.